Hallo mein Lieber, wir melden uns auch in dieser Woche zurück mit einer neuen Ausgabe von Tools Around the World. Und in dieser Woche haben wir fantastische Neuigkeiten, unter anderem von Milwaukee, Bosch und Husqvarna. Dann haben wir noch eine 60 Volt Akkukettensäge von CAT, ein sehr nützliches Werkzeug von DEWALT und finally die Akkumikrowelle von Makita. Herzlich willkommen zu Tools Around the World. Tools Around the World, presented by MW Tools. Ja, neben Bosch M-Share in den Staaten und Husqvarna OPEs gibt es auch 8 neue Milwaukee Packout-Komponenten, die Milwaukee-Fanbase sehr erfreuen würden, wenn da nicht die Preise wären. Packout ist das robuste, modulare und clevere Verstausystem von Milwaukee. Und so sehr sich die Milwaukee-Fanbase auf Erweiterungen freuen, so sehr schmerzen die dafür verlangten Preise. Wer diese Lücke allerdings erschwinglich erschließen möchte, der hat 2 Optionen. Option A zum Flex-Stackpack wechseln, welches einige Features schon in der Basisversion verbaut hat. Oder Option B, den Leuten von Milwaukee ein paar Verbesserungsideen zum Umfang und Preis vorschlagen. Denn diese scheinen auf ihre Fanbase zu hören und veröffentlichen einige neue Packout-Komponenten. Darunter 2 neue Haken, ein 10,16 cm Einzelhaken für $11,98 und eine Hakenleiste mit 7 Haken für $19,98. Ein kompakter Wandkorb für $24,98, ein magnetischer Behälter für $9,98, ein großer Magnetbehälter für $14,98, ein Gürtelclip-Halter für $19,98, eine Magnethalterung mit Ablagefläche für $29,98 und eine Wandhalterung für langstieliges Werkzeug für $22,98. Einige der Packout-Komponenten sind ab sofort erhältlich, andere werden ab Juni erhältlich sein. Bosch wird nun auch in den Staaten ihre M-Share-Plattform veröffentlichen, bei der sich andere große Namen der Werkzeugindustrie die Kraftakkus von Bosch Professional teilen. Gelabelt werden die Pro-Core-Akkus oder im Amiland Core-Akkus dann mit dem Aufdruck M-Share zu finden sein. Rob und Sarah durften das Husqvarna Headquarter in North Carolina besuchen und sich das vielversprechende Sortiment an Outdoor-Power-Equipment für 2023 ansehen. Darunter befinden sich Rasenmäher, Kettensägen, Rasentrimmer und Mähroboter. Und besonders überrascht waren die beiden vom US Headquarter, den engagierten Mitarbeitern und darüber, wie viel der Bauteile in der Fertigung made in the US sind. So werden an 6 Stützpunkten Kettensägen, Trimmer, Rasenmäher und noch viel mehr zusammengebaut. Und auch bei Husqvarna bekamen sie eindrucksvolle Einblicke in die Firmenphilosophie, die Designprozesse, aber auch in die gesteckten Firmenziele für die Zukunft. Hinter den Kulissen wurde demonstriert, welche Dauertestläufe alle Werkzeuge vor ihrer Veröffentlichung durchlaufen müssen. Das Highlight des Events waren aber die verschiedenen Stationen, bei denen die Husqvarna-Werkzeuge getestet werden konnten. Sarah hatte dort ihre erste Erfahrung mit benzinbetriebenen Kettensägen, musste jedoch zugeben, dass sie die leistungsstarken Akkukettensägen vorziehen würde. Die beiden Benzin-Aufsitz-Zero-Turn-Rasenmäher Z350 und Z380 durften selbstverständlich auch ausgiebig getestet werden. Und das Fahrgefühl wie auch die Leistung waren außerordentlich gut. Insbesondere bei holprigen Fahrten ist der Sitz so gut gefedert wie in keinem anderen Zero-Turner. Auch die dort vorgestellten Rasenmäher waren benzinbetrieben, wobei die Experten von Husqvarna mitteilten, dass man schon bald mit einer Akkuvariante rechnen kann. SuperSmart ist ihr neuer Mähroboter, der zwar nicht gerade erschwinglich ist, dafür aber eine saubere Mäharbeit liefert. Insgesamt waren die BABs von der schwedischen Gartenwerkzeugfirma und der Produktpalette angenehm angetan. Mark Thomas Bilder testet als erster die Akkukettensäge von der Firma CAT Power Tools. Ob da genauso viel Kraft drin steckt wie in den großen Baggern, das wird er uns zeigen. Mark Thomas Bilder präsentiert das vielleicht bis dato erste und einzige Review der 60 Volt Max Brushless 45 cm Akkukettensäge der Firma CAT. Eigentlich assoziiert man CAT ja mit Großmaschinen und Baggern, die man auf Großbaustellen der ganzen Welt finden kann. Doch nun möchte CAT auch den Werkzeugmarkt mit ihren Akkuwerkzeugen angreifen und euch mit leistungsstarken und zuverlässigen Werkzeugen versorgen. Das mitgelieferte Ladegerät hat schon mal eine handliche Größe und kann sogar an der Wand befestigt werden. Die Kettensäge wirkt auf den ersten Blick wertig und auch die Instructions zum Aufbau und zur Inbetriebnahme sind leicht und verständlich gestaltet. Und auch so ist für den Aufbau kein Werkzeug erforderlich. So groß wie das 60 Volt Akku vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag, so gut balanciert es die Säge beim Einschub aus. Um CATs Kettensäge aber ausführlich testen zu können, hat er das Akku über Nacht voll aufladen lassen. Am Folgetag ging es dann in die Vollen. Der Selbstöler verteilte so großzügig das Öl, dass dieses auf den Baumstamm verteilt wurde. Sein erster Test, bei dem ein mittelgroßer Baum nach einem Sturmschaden zerteilt wurde, gelang mit der CAT Kettensäge gut. Wie schlägt sie sich aber, wenn das Holz härter und vor allem größer im Umfang wird? Von ihm noch eine kleine Exkursion in Sachen technischen Daten. Leistungsspannung sind im Falle dieser Kettensäge 60 Volt, 24 Meter die Sekunde Sägegeschwindigkeit, 45 cm Schwertlänge und ein Gewicht von 7,4 Kilogramm. Wie mittlerweile standardisiert, bekommt man 5 Jahre Garantie auf das Gerät und 3 Jahre auf die Akkutechnik. Wer die Kettensäge googeln möchte, der wird mit der Modellbezeichnung DG631 fündig. Der Springmechanismus, mit dem sich der Akku per Knopfdruck entfernen lässt, ist gut gelöst.
denn so bekommt man ihn auch mit Arbeitshandschuhen leicht aus der Kettensäge entfernt. Auch der vollständige Akkueinschub wird mit einem Klickgeräusch signalisiert. Mit 2,7 Kilogramm hat das Akku allein schon aber ein stolzes Eigengewicht. Positiv zu erwähnen ist auch, dass beim Lagern die Kettensäge nicht nachträglich Öl verliert, wie er es von einigen anderen Herstellern kennt. Hier bleibt die Kettensäge und der Fußboden sauber. Den 100 Sägungen Dauertest packt die Kettensäge, hinterlässt viele unterschiedliche Holzscheiben und jede Menge Sägespäne. Auch 2 von 5 Akkubalken verbleiben nach diesem Dauereinsatz. Nun aber zum vorhin angesprochenen Hartholz. In seinem Fall Kirschholz, welches inzwischen 1,5 bis 2 Jahre trocknen konnte. Aber auch das war mit der Cut-Säge machbar. Auch der entstandene Geräuschpegel von 105,9 Dezibel im Vergleich zu 125,1 Dezibel mit einer benzinbetriebenen ist ein großer Unterschied. Nach einiger Zeit der Nutzung kann er von der Cut-Kettensäge nur positiv berichten. Die automatische Kettennachspannung arbeitet zuverlässig. Die Sägungen sind gut und schnell, eine Säge, die er in Zukunft durchaus häufiger nutzen wird. Das hier ist der neue tragbare Bluetooth-Lautsprecher von der Firma DEWALT, vorgestellt vom guten Tool Review Zone. Und die Rede ist von diesem kleinen schwarz-gelben Wearable Speaker, der sich per Clip-Funktion ganz einfach am Kragen oder an der Tasche befestigen lässt. Dafür braucht es kein extra Akku, denn dieser ist bereits im Compact Speaker verbaut. Damit könnte er auch für Nutzer interessant sein, die noch keine DEWALT-Werkzeuge zu Hause haben. Und ähnlich wie hochwertige Ansteckmikrofone verfügt der DEWALT-Lautsprecher auch über zwei Magneten. So habt ihr immer Ersatz, falls mal einer davon verloren geht. Dadurch hat man noch viel mehr Anbringungsmöglichkeiten. Einmal, wie auch immer, angesteckt, kann man den Lautsprecher per Bluetooth mit dem Smartphone koppeln und seine Medien damit abspielen. Pause und Play können am Lautsprecher über den mittigen Knopf gesteuert werden. Es braucht dafür also nicht den zusätzlichen Griff zum Smartphone. Über diesen Knopf können auch Telefonate angenommen oder beendet werden. Und die Soundqualität vom Mikrofon, aber auch vom integrierten Mini-Lautsprecher sind nicht schlecht. Einzige Fummelei ist das Öffnen der Lasche, hinter welcher sich ein USB-C-Port befindet. Aber auch das sollte man mit einigen Hilfsmitteln hinbekommen. In geschätzten 30 Minuten ist der Lautsprecher vollständig aufgeladen, bietet dann aber auch eine Laufzeit von beachtlichen 10 Stunden. Heavy-Duty-Verarbeitungsweise und sollte der Lautsprecher doch mal herunterfallen oder einen Stoß abbekommen, dann sollte das kein Problem sein. Beim Einschalten verrät einem das Gerät per Voice den Akkustand, aber auch, ob eine Bluetooth-Verbindung besteht. Der Akkustand wird auch über das farbige Licht unterhalb signalisiert. Von ihm noch ein kleines Befestigungsbeispiel, denn der Speaker muss nicht am Mann getragen werden, sondern kann auch am magnetischen Untergrund befestigt werden, wobei aber die 58 Gramm des Lautsprechers wohl kaum ins Gewicht fallen sollten. Und auch mit den Sprachassistenten Siri und Google soll der Lautsprecher arbeiten können. Was vielleicht einige bemängeln könnten, wären fehlende Anschlüsse für beispielsweise extra Kopfhörer. Nach einer Stunde Inaktivität soll sich der Lautsprecher automatisch, um Akku zu sparen, ausstellen. Am Ende gibt es noch eine Lifetime-Limited-Garantie von DEWALT. Nun aber zum Preis. Sollte der sich von der Konkurrenz abheben? Die Konkurrenzprodukte haben vielleicht noch mehr Features und Optionen, dafür muss man dann aber auch bereit sein, 80 bis 100 Dollar zu zahlen. Der tragbare Lautsprecher von DEWALT soll aber gerade einmal 69 Dollar kosten. Mit Discount-Angeboten kann man mitunter noch ein paar Dollar zur UVP sparen. Ein interessanter Speaker, der alles Nötige für kleines Geld mitbringt. Oder? Was hältst du vom neuen DEWALT-Speaker? Ja, und endlich gibt es ein umfangreiches Produktvorstellungsvideo der Makita XGT 40 Volt Mikrowelle. Ich bin ja sehr gespannt, ob man seine Speisen in Zukunft akkubasiert aufwärmen kann. Es hat lange Zeit gebraucht und kaum einer konnte und wollte glauben, dass der Leak der Makita XGT 40 Volt Max Mikrowelle irgendwann doch mal Realität wird. Tools & Stuff hat es aber irgendwie geschafft, einen Vorabblick auf die besagte Mikrowelle zu werfen. Werden wir in Zukunft all unsere Speisen akkubetrieben erwärmen oder braucht es dafür dann doch den Strom aus der Dose? Doch bevor er die ersten Heißspeisen zubereitete, kam er zu den Spezifikationen. Mit 8,9 Kilogramm ohne Akkus muss man also schon mal viel schleppen, um dann mit warmen Speisen belohnt zu werden. Bestückt man das Ganze dann noch mit 2 8-Ampere-Stunden XGT-Akkus, dann erhöht sich das Gesamtgewicht auf 2,5 Kilogramm. Wer möchte, kann die Mikrowelle aber auch mit einem Akku betreiben. Denn hierbei handelt es sich nicht um ein 80-Volt-Gerät. Recht kubisch sind die Maße mit 340 x 340 x 300 und einem Innenmaß von 125 x 255 x 240. Wer seine Akkus noch mehr belasten möchte, der findet am unteren linken Eck noch einen USB-Port mit 5 Volt und 2,4 Amperestunden. Die Grillblende lässt sich einfach entfernen, um darunter liegenden Schmutz entfernen zu können. Mit 800 Watt Input-Power wird die Mikrowelle bei einer Frequenz von 2400 MHz angepriesen. Das Bedienfeld ist übersichtlich wie auch einfach. Von links nach rechts findet sich dort ein Ein- und Ausschalter. Mit dem daneben liegenden Schalter kann zwischen 500 und 340 Watt gewechselt werden. Auf dem mittig angebrachten Display findet sich neben der eingestellten Wattzahl auch das Timerfeld und der einzelne Akkustand. Einen Stoppknopf gibt es auch und einen drehbaren Startknopf, mit dem die Zeit in 10 Sekunden Intervallen bis zu 20 Minuten eingestellt werden kann. Das war's auch schon. Mit einem 2 Ampere Stunden 40 Volt Akku möchte er seinen Lunch vom Vortag aufwärmen. Mal schauen, ob das gelingt.
Mit seiner kabelgebundenen Haushaltsmikrowelle, welche mit 1000 Watt die doppelte Wattzahl hat, reichen 3 Minuten aus, um das Essen ausreichend zu erwärmen. Hier wäre mit einem 2 Ampere-Stunden-Akku bei 500 Watt nach 3 Minuten Schluss, denn mehr gibt das Akku laut Herstellerangabe nicht her. Aber weit gefehlt, denn nach 3 Minuten und 10 Sekunden zeigte das Display der Mikrowelle und auch das Akku noch 2 Balken an. Und auch der Mikrowelleninhalt war ausreichend warm, sogar so warm, dass der Kunststoffdeckel sich verformte. Etwas gesünder wurde es mit dem California Bowl, der in seiner Haushaltsmikrowelle 1,5 Minuten brauchte, dann umgerührt wurde und anschließend nochmal 1,5 Minuten in der Mikrowelle erwärmt wurde. Hier nutzte er jetzt ein voll aufgeladenes 4-Ampere-Stunden-Akku. Und auch hier reichten die insgesamt 3 Minuten nicht aus, um sein Mittagessen ausreichend zu erwärmen. Dafür gab es dann noch einmal einen Aufschlag von 40 Sekunden. Und auch das reichte noch nicht aus. Darauf folgten dann noch 2 weitere Zugaben, bis die Temperatur dann vollständig in Ordnung war. Die Mikrowelle auch unterwegs autark nutzen zu können, das ist der große Vorteil dieser Mikrowelle von Makita. In seinem Auto hat er seinen inzwischen schon kalten Burger erwärmt. Mit einer Restzeit von 44 Sekunden stoppte die Mikrowelle, da der Akku nicht mehr genügend Strom lieferte. Obwohl der Akkustand noch 2 Balken angezeigt hatte. Nachdem aber ein zweites Ersatzakku eingesteckt wurde, machte die Mikrowelle genau da weiter, wo sie aufgehört hatte. Danach war dann der Burger aber wieder heiß. Ihm gefällt trotz aller anfänglicher Skepsis die Akkumikrowelle sehr gut. Sie ersetzt vielleicht noch keine 1000 Watt Kabelmikrowelle, aber gibt schon mal eine grobe Richtung, wohin die Reise mit Hochleistungsakkus in Zukunft vielleicht hingehen könnte. Eine rotierende Platte sucht man im Inneren vergebens, was aber nicht schlimm ist, denn so bleibt das Essen da, wo es hingehört und auch das anschließende Reinigen geht einfacher. Er hätte sich bei der Mikrowelle noch die Flexibilität gewünscht, sie auch noch mit einem Kabel am herkömmlichen Strom betreiben zu können. Möglicherweise wird es in naher Zukunft auch noch ein LXT 36 Volt Modell geben. Und am Ende wollte er die Mikrowelle noch einmal richtig herausfordern, indem er dieses gefrorene Stück Kuchen damit auftaute. Er gibt dem Ganzen gemäß der Angaben 3 Minuten und schaut einfach mal, was in der Zeit passiert ist oder eben auch nicht passiert ist. 30 Sekunden bedarf es hier einer Zugabe, dann ist der Kuchen aber ausreichend heiß. Schafft das 5 Ampere Stunden XGT Akku die vollen 8 Minuten im Dauerbetrieb? Man darf jedenfalls gespannt sein. Eine Sekunde vorher stellte sich die Mikrowelle aus, was aber gut ist, denn eigentlich gibt Makita eine Laufzeit von 7,5 Minuten mit besagtem Akku an. 55 Grad Celsius wurde das 5 Ampere Stunden Akku, was noch einmal veranschaulichen soll, wie stark die Akku-Packs beansprucht werden. Wir sind durch für diese Woche. Ich habe mich sehr gefreut, dass du eingeschaltet hast. Würde mich auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.